In einer Zeit, in der das Bewusstsein für Gesundheit und Wohlbefinden stetig wächst, rückt die Suche nach sanften und natürlichen Alternativen zur Unterstützung unseres Körpers immer mehr in den Vordergrund. Gerade im Bereich der Magengesundheit, wo Protonenpumpenhemmer oft als schnelle Lösung bei Sodbrennen und anderen Beschwerden eingesetzt werden, stellt sich die Frage: Gibt es natürliche Wege, die nicht nur Symptome lindern, sondern den Körper ganzheitlich unterstützen? Dieses Video beleuchtet 8 natürliche Magenschutzmittel, die zeigen, dass es effektive, sanfte Alternativen gibt, die weit über die herkömmliche Medikation hinausgehen. Von der Kraft der Heilkräuter bis hin zu Veränderungen in der Ernährung, wir tauchen ein in die Welt der natürlichen Heilmittel, die dein Verdauungssystem stärken und dein Wohlbefinden auf eine Weise fördern können, die mit der traditionellen Medizin oft nicht erreicht wird. Hier sind 8 natürliche Magenschutzmittel, die Protonenpumpenhemmer alt aussehen lassen. Ingwer. Ingwer, eine Wurzel mit einer jahrtausendealten Geschichte in der traditionellen Medizin, dient nicht nur als kulinarisches Gewürz, sondern auch als kraftvolles Heilmittel. Seine scharfen Inhaltsstoffe, vor allem Gingerole und Shogaole, wirken sich positiv auf den Verdauungstrakt aus, indem sie Übelkeit lindern und die Magenmotilität fördern. Studien legen nahe, dass Ingwer die Magenschleimhaut beruhigt und Entzündungsprozesse mildert. Diese Eigenschaften machen Ingwer zu einem zuverlässigen Verbündeten gegen Reisekrankheit, Schwangerschaftsübelkeit und nachteilige Effekte der Chemotherapie. Die Anwendung ist vielseitig, ob als frischer Tee, in Mahlzeiten integriert oder als Nahrungsergänzungsmittel. Ingwer bietet eine sanfte, doch effektive Unterstützung für den Magen. 2. Aloe Vera. Aloe Vera, oft als die Pflanze der Unsterblichkeit bezeichnet, ist weit mehr als ein Mittel zur Hautpflege. Ihr Saft enthält eine Fülle von Nährstoffen, darunter Vitamine, Mineralien, Enzyme und Aminosäuren, die zusammenarbeiten, um die Verdauung zu unterstützen und entzündliche Prozesse im Magen-Darm-Trakt zu beruhigen. Die beruhigende Wirkung von Aloe Vera auf die Magenschleimhaut kann besonders bei Zuständen wie Gastritis oder Sodbrennen hilfreich sein. Der regelmäßige Verzehr von Aloe Vera-Saft kann dazu beitragen, die natürliche Schutzbarriere des Magens zu stärken und die Säureproduktion auszugleichen. Es ist jedoch wichtig, Aloe Vera in moderaten Mengen zu genießen, da übermäßiger Konsum abführend wirken kann. 3. Kurkuma. Kurkuma, ein leuchtend gelbes Gewürz, das in der indischen Küche und Ayurveda-Medizin tief verwurzelt ist, enthält Kurkumin, eine Substanz mit starken entzündungshemmenden und antioxidativen Eigenschaften. Kurkumin unterstützt die Gesundheit des Verdauungssystems, indem es zur Reduzierung von Magenentzündungen und zur Förderung der Magenschleimhautregeneration beiträgt. Es hat das Potenzial, Symptome von Verdauungsstörungen zu lindern und die Produktion von Magensäure zu regulieren. Kurkuma kann in Form von Pulver, als Teil von Mahlzeiten oder als Nahrungsergänzungsmittel konsumiert werden. Die Kombination mit schwarzem Pfeffer verbessert die Aufnahme von Kurkumin im Körper, maximiert dessen Wirkung und bietet so einen umfassenden Schutz für den Magen. 4. Kamillentee. Kamillentee, ein Getränk, das aus den Blüten der Kamille gebraut wird, ist seit langem für seine beruhigenden und entzündungshemmenden Eigenschaften bekannt. Die in der Kamille enthaltenen Flavonoide und Terpenoide wirken sanft auf den Magen-Darm-Trakt, indem sie Krämpfe lindern und die Magenschleimhaut beruhigen. Kamillentee eignet sich hervorragend zur Entspannung nach einem üppigen Mahl oder zur Linderung von Beschwerden wie Blähungen und leichten Magenschmerzen. Die regelmäßige Anwendung kann dazu beitragen, das Risiko von Magenbeschwerden zu verringern und eine gesunde Verdauung zu fördern. Kamillentee vor dem Schlafengehen kann nicht nur die Verdauung unterstützen,
sondern auch zu einem besseren Schlaf beitragen. 5. Apfelessig. Apfelessig, hergestellt durch die Fermentation von zerkleinerten Äpfeln, ist reich an essentiellen Nährstoffen und hat eine lange Geschichte als Heilmittel in der Volksmedizin. Seine Essigsäure kann wunderbar dabei helfen, den pH-Wert im Magen auszugleichen, was besonders nützlich ist bei Menschen, die unter zu niedrigem Magensäuregehalt leiden, ein Zustand, der paradoxerweise ähnliche Symptome wie ein Überschuss an Säure hervorrufen kann. Die regelmäßige Einnahme von verdünntem Apfelessig vor den Mahlzeiten kann die Verdauungsenzyme stimulieren und so die Nahrungsaufspaltung und Aufnahme verbessern. Darüber hinaus wird ihm eine positive Wirkung auf den Blutzuckerspiegel nachgesagt, was indirekt auch die Verdauungsgesundheit fördern kann. Trotz seiner Vorteile sollte Apfelessig immer verdünnt verwendet werden. 6. Leinsamen. Leinsamen, kleine Samen mit großer Wirkung, sind eine hervorragende Quelle für Omega-3-Fettsäuren und lösliche sowie unlösliche Ballaststoffe. Diese Kombination unterstützt nicht nur die Herzgesundheit, sondern auch die Verdauung. Die in Leinsamen enthaltenen Ballaststoffe können helfen, den Stuhlgang zu regulieren und Verstopfung vorzubeugen. Darüber hinaus bilden die Samen in Verbindung mit Wasser ein Gel, das die Magenschleimhaut umhüllt und schützt, wodurch Reizungen und Entzündungen vorgebeugt werden können. 7. Süßholzwurzel. Süßholzwurzel, bekannt für ihren charakteristischen süßen Geschmack, birgt auch potente gesundheitsfördernde Eigenschaften, besonders für den Magen-Darm-Trakt. Glycyrrhizin, der aktive Inhaltsstoff der Süßholzwurzel, wirkt entzündungshemmend und kann bei der Behandlung von Magengeschwüren und Gastritis hilfreich sein. Es unterstützt die Heilung der Magenschleimhaut, indem es die Produktion von Schleim fördert, der als Schutzbarriere gegen Magensäure dient. Obwohl Süßholzwurzel in Form von Tee oder Nahrungsergänzungsmitteln vielen bei Verdauungsbeschwerden Linderung verschafft, ist Vorsicht geboten bei hohem Blutdruck, da Glycyrrhizin den Blutdruck erhöhen kann. In solchen Fällen sollte deglycyrrhizinierte Lakritze, DGL, verwendet werden, die die positiven Effekte auf die Verdauung bietet, ohne den Blutdruck zu beeinflussen. 8. Probiotika. Probiotika, lebende Mikroorganismen, die vor allem in fermentierten Lebensmitteln wie Joghurt, Kefir und Sauerkraut vorkommen, spielen eine essentielle Rolle bei der Aufrechterhaltung einer gesunden Darmflora. Ein ausgeglichenes Mikrobiom ist entscheidend für die Verdauungsgesundheit, die Immunfunktion und sogar die psychische Gesundheit. Probiotika können die Anzahl der nützlichen Bakterien im Darm erhöhen, pathogene Bakterien bekämpfen und die Integrität der Darmschleimhaut stärken. Die regelmäßige Aufnahme von probiotikareichen Lebensmitteln oder Nahrungsergänzungsmitteln kann dazu beitragen, Symptome von Verdauungsstörungen zu lindern, Entzündungen zu reduzieren und sogar das Risiko für bestimmte chronische Krankheiten zu verringern. Zusammenfassung: In diesem Video haben wir 8 natürliche Alternativen zu Protonenpumpenhämmern vorgestellt, die dazu beitragen können, den Magen zu schützen und die Verdauungsgesundheit zu fördern. Jedes dieser Mittel bietet eine einzigartige Unterstützung für den Körper, von der Linderung von Entzündungen bis hin zur Förderung eines gesunden Mikrobioms. Es ist wichtig, auf die Signale deines Körpers zu hören und bei Bedarf medizinische Beratung in Anspruch zu nehmen. Wir hoffen, dass dieses Video hilfreiche Informationen geboten hat, um deinen Magen auf natürliche Weise zu unterstützen. Wenn du eigene Erfahrungen oder Meinungen zu den vorgestellten Magenschutzmitteln hast, teile sie gerne in den Kommentaren.